Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mir gedacht, ich mache ein kleines Video. Ja, ich habe leider den Kampf selbst nicht aufgenommen, beziehungsweise den Job dann. Deswegen dachte ich mir, ich mache wenigstens im Nachhinein ein ganz, ganz kleines Video, damit die Leute, die genauso unwissend sind wie ich und irgend so einen seltsamen, riesig großen Pilz finden, ja, dass die halt wissen, wohin sie eigentlich müssen, ganz genau müssen, welchen Weg sie da am besten laufen und es ist natürlich einfacher, wenn, wie in meinem Fall, dann da oben noch so eine kleine Weltquest gespawnt ist und dann hat man schon mal diesen Weg, indem man sich die einfach markiert und es ist halt direkt daneben. Also man findet das nicht sofort, weil wenn diese Weltquest aktiv ist, sind diese ganzen Blümchen dahinter alle gar nicht sichtbar. Das heißt, man muss erst aus diesem Bereich der Weltquest heraus, um dann halt wirklich zu sehen, welche Massen von Minimobs da auf euch warten. Die sind aber relativ fix erledigt, wie man sehen kann, also gar kein Problem. Der Mob selber, der dann spawnt, wenn ihr diesen Pilz da hinten in diese Erde reingeworfen habt, der hat etwas über 500k Leben. Ist nicht ganz so fix erledigt, solo. Gut, für den einen oder anderen schon, aber für mich halt nicht. Es hat gut 7 Minuten gedauert. Kam mir vor wie ein halber Tag, aber nun ja, es ist geglückt. Attacken hat er nur 2. Das eine ist, er wirft mit Wurzeln um sich, die euch am Boden festketten, um kurz darauf eben dann die zweite Attacke zu starten. Nämlich so ein Wirbel mit irgendeinem Giftzeugs, das dann halt eben ein bisschen mehr Schaden macht. Hält nur kurz an, aber wenn ihr eben kein Zellfehl habt, wenig Zellfehl habt oder eben allgemein überhaupt gar kein Heal habt, solltet ihr euch Leute dazu holen, die euch am Leben halten können, beziehungsweise die das Vieh auf Abstand halten, beziehungsweise halt Aggro ziehen und so weiter und so fort. Also an sich ist es wirklich nicht schwierig, er kann nicht viel, hält ein bisschen was aus, aber ja, mit mehreren Leuten ist das Ding einfach fix durch. Das Mount selbst ist ganz putzig, wenn auch ein bisschen schwerfällig. Ich habe da jetzt nicht so die große Verwendung für. Für mich dienen diese Mounts eigentlich eher so dem Sammeleffekt, einfach nur um Erfolge zu erzielen. Ne, sammelt so und so viele Mounts, dann bekommt ihr wieder was und dies und das. Deswegen werde ich das sicher nicht so oft benutzen. Und ja, das Glühwürmchen, dass dieser winzig kleine Frosch bzw. diese Kröte fängt, ja, stirbt sehr oft, wenn man da drauf drückt. ja, gut, der Rest ist eigentlich unnötig. Wie gesagt, ich habe leider nicht dran gedacht, den eigentlichen Kampf aufzunehmen. Ist aber auch relativ unnötig. Ist nicht viel, ist nicht schwer und ja, ich drücke euch jetzt die Daumen. Das Mount droppt zu 100%. Also da müsst ihr keine Sorge haben, dass es unnötig macht alles. Das haut schon hin. Ja, viel Spaß damit eurem neuen Mount und ja, hoppelt ihr auf ihn herum. Vielleicht sieht man es nicht. Bis dann.